Hallo Leute, das ist deine tägliche Dosis Wahrheit. Haben Sie das verstanden, was ich gerade gesagt habe? Ja, verstehen ja, Sie das? Ja. Sie sind einfach nur unverschämt, Sie beide. Auch wenn Sie das heute, auch wenn Sie das heute, machen Sie das denn fest? Tischmus. Völliger Blödsinn. Sie haben nicht einmal in unser Programm reingeguckt. Alice Weidel zu Besuch in Österreich. Thema Migration und Wirtschaft. Und sie lässt es wie immer richtig knallen. Seht selbst. Wichtig, weil Sie sehen natürlich auch ein Politikversagen, ein Systemversagen. Das hat man ja sehr schön jetzt bei den offenen Grenzen, das wurde ja auch eben thematisiert. Wir haben Schengen, 30 Jahre auf dem Papier, nichts umgesetzt. Und das merkt man dann eben erst 2015, als das erste Bötchen über das Mittelmeer kommt. Eine humanitäre Katastrophe. Man hat die Binnengrenzen aufgemacht, ohne die Außengrenzen zu sichern. Und das ist nicht nur inhuman, sondern auch, das ist überhaupt gar nicht. Aber das, ich habe jetzt den Ball aufgelegt für eine ganze Rede, aber vielleicht teilen wir es auf, was Sie sagen wollen. Das ist ein Bereich, noch ganz kurz zum Abschluss, pardon. Das ist mir extrem wichtig. In dem Bereich, wo die EU Sinn gemacht hätte, und zwar in der Verteidigung, Sicherheitspolitik und auch in der Grenzsicherung, da hat sie komplett versagt. Und da möchte ich mal was hören, wie da das Konzept aussieht. Die Sendung ist schon etwas älter, aber alles hat sowas von recht. Die EU hat es bis jetzt immer noch nicht geschafft, beziehungsweise die Migration eher noch verschärft. Was ist eure Meinung dazu? Im nächsten Clip wird Frau Weidel vorgeworfen, sie würde den Rechtsextremismus ankurbeln. Die Antwort wird saftig. Und sehen Sie, und Sie sind die, die an so einer Kurve drehen, die eine Spirale in den Faschismus produziert. Auch wenn Sie das heute, machen Sie das denn fest? Sagen Sie mir eine Position aus dem Programm der AfD. Nein, ich sage nicht, woran Sie das festmachen. Ich soll rühren, Sie rühren gerade. Das ist nämlich Fakt. Sie können es noch nicht mal belegen. Ich lehne das absolut ab. Ich sage nicht, dass Sie ein faschistisches Programm haben, heute und jetzt. Ach so, ich das sage, ist aber interessant. Nein, gerade haben Sie noch das Gegenteil gesagt. Sie können es noch nicht einmal belegen. Nein, Sie sind intelligent genug, um schon zu wissen, was ich gesagt habe. Nein, ich habe gesagt, die... Sie können es nicht einmal belegen. Gerne belegen Sie es. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass Sie ein faschistisches Programm haben, sondern dass Sie mit dem steten Trommeln danach, dass die EU nicht funktioniert und nur nationale Lösungen funktionieren, an dieser Kurbel drehen. Weil nationale Lösungen funktionieren garantiert nicht. Was meinen Sie? Das immer stärker werden Bedürfnis nach nationalen Lösungen. Wenn die nationalen Lösungen nicht funktionieren, das müssen Sie doch langsam begriffen haben, was ich gesagt habe. Sie müssen doch langsam begriffen haben, dass hier alles scheitert, dass hier alles im Bach runtergeht, weil nämlich überhaupt gar nicht die Exekutiven endlich mal eine Entscheidung ergreifen. Die Politik ist doch gescheitert. Und was Sie gerade in den Ausführungen versäumen, ist einfach zu sagen, wer dafür die Verantwortung trägt. Wer hat denn hier eine Regierungsverantwortung? Das habe ich doch gesagt. Das ist doch gescheitert. Das sind die nach Brüssel fahren, ein Veto einlegen, zurückkommen und sagen, EU funktioniert Herr nicht. Menasse. Das ist doch Quatsch. Konsequent und eine klare Ansage, danke Frau Weidel. Aber ob ihr Gegenüber das überhaupt verstanden hat? Die Sendung geht noch weiter, er strotzt weiter von seiner Ahnungslosigkeit und der Rechtsextremismus-Experte kam noch nicht einmal zu Wort. Mehr miteinander sprechen als Reden halten, aber Sie halten eh ohnehin sehr, sehr schöne Reden. Alle. Aber der Kurbel in den Faschismus, das war auch sehr schön. Das muss ich sagen. Sie das ist eine Unverschämtheit. Das geht wirklich nicht. Eine Kurbel, die in den Faschismus... Ein Nationalismus, der immer weiter dreht und immer weiter schraubt, das ist doch Blödsinn. Endet im Faschismus. Das ist doch völliger Blödsinn. Sie haben nicht einmal in unser Programm reingeguckt. Ich habe ja nicht gesagt, Es ist meine Aufgabe, Sie aus dem Tal der Ahnungslosigkeit hinauszuführen. Aber das nehmen Sie zurück. Darf ich Ihnen, ich habe nichts zurückzunehmen, weil ich möchte Ihnen noch einmal sagen, wer Kompetenzen in sein Parlament zurückholen möchte, ist doch kein Faschist. Wir haben nicht einmal unser Programm gelesen. Entschuldigung. Herr Menasse, Sie sind am Wort erklärt. Ich habe nicht einmal unser Programm gelesen. Nein, ich brauche da überhaupt keine Sprache zu. Frau Weidel, lassen Sie bitte Herr Menasse erklären, was er meint, bitte. Sie können noch 10-mal sagen, ich habe Ihr Programm nicht gelesen. Es ändert nichts daran, dass ich nicht behauptet habe, dass es in Ihrem Programm steht. Ja, ich habe nur gesagt, wer immer stärker an der Kurbel des Nationalismus dreht. Sie haben keine Ahnung von unserem Programm, von meiner Person, Sie sagen es noch einmal. Sie haben keine Ahnung. Sie sagen es noch einmal. Ich habe auch nicht gesagt, dass Sie dem. Am Ende hat er sich doch geschlagen gegeben. Aber jetzt kommt endlich der angebliche Rechtsextremismus-Experte und der ist genauso unverschämt.
Ich bin nämlich der Meinung, wir haben zu viel Standortwettbewerb. Ja, das kann ich mir vorstellen. Denn Wettbewerb soll es geben zwischen Firmen, zwischen Unternehmen, aber nicht unbedingt zwischen Ländern. Das ist nicht in der Natur der Ökonomie gelegen, dass Staaten in einen Wettbewerb, dass Länder in einen Wettbewerb, dass Gemeinden in einen Wettbewerb treten. Wir haben zu viel Wettbewerb. In Irland beispielsweise wehrt sich die Republik. Wehrt sich die Republik Irland dagegen, dass sie Steuern annimmt, die ihnen zusteht? Von Apple. Ja? Die sollten Steuern erhalten. Und was bedeutet das im Endeffekt, dass wir einen neuen Steuerwettbewerb nach unten haben? Dass jetzt die Länder in der Europäischen Union, was heißt Blödsinn? Sie selber sind ja. Race to the Bottom ist doch alles wirtschaftstheoretisch widerlegt. Ja. Sie haben auch vom Institutionenwettbewerb, von den Konzepten keine Ahnung. Lassen Sie sich sind das die Körperschaftssteuern runtergegangen oder nicht? Hören Sie doch sind auf. Sind Sie runtergegangen Unternehmenssteuern, oder nicht? Ja, worauf ist das denn zurückzuführen? Unternehmenssteuern müssen da besteuert werden am Standort der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Haben Sie das verstanden, was ich gerade gesagt habe? Ja, verstehen ja, Sie das? Ja. Ja. Aber das ist unfassbar. Ja, ich finde es auch unfassbar. Also unfassbar. Sie sind einfach nur unverschämt, Sie beide. Ja. Rechtsextremismus-Experte und Sie ausschließen den Faschismus. Bitte. Frau Weidel lässt sich so einen Blödsinn nicht gefallen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Weiter geht's mit der EU und auch dort überzeugt sie einfach mit ihrem Wissen. Also, es ist eigentlich schon alles geschildert. Das, was wir heute erleben, ist eine Kehrseite der Euro-Rettungspolitik. Sie haben bereits die Umverteilung. Sie brauchen gar nicht so zu grinsen, weil es nämlich die Sparer und Rentner enteignet. Ich weiß nicht, ob Sie das so lustig finden, weil Sie eine Politiker- und Beamtenpension haben und der Arbeitnehmer enteignet wird. Ich weiß es nicht, warum Sie es so lustig finden. Wir haben keine Ahnung. Schauen sich mal die Leute und die Arbeitnehmer an, Sie die noch ansparen müssen. Nichts da. Ja, ich finanziere diesen ganzen Staat. Ja, und diesen ganzen Spaß, Geld. Diesen ganzen Blödsinn. Sie zahlen in der Schweiz und ich Steuern. Blödsinn. Oder? Dafür kriege ich Sie dran. Ja, für diese Behauptung, die ist nämlich falsch. Frage. Doch verdammte Blödsinn ist das doch. Dass das Geld auch in Deutschland ungerecht oder falsch verwendet wird, sieht man jeden Tag. Für alles und jeden ist Geld da, aber nicht für den Rentner. Der soll sich mal schön bei der Tafel anstellen und Flaschen sammeln gehen. Während die Neuankömmlinge eine Vollversorgung genießen. So, letzter Clip. Auch hier nervt der Experte weiter. Ich habe Sie auch ausreden lassen, es ist immer das Gleiche, Sie fallen mir immer ins Wort. Aber das ist Ihnen so zu eigen. Zwischenrufe an die Ja, natürlich, aber natürlich, ja, ja. Ja, ich kenne das schon. Aber wir stellen in der Tat fest, dass die Parteien jetzt auch im Wahlkampf die Position mit übernehmen. Ja, da kann ich Ihnen auch zustimmen. Das beobachten wir auch. Aber da ist es auch ganz klar, das sind die Regierungsparteien. Sie hätten eigentlich schon lange umsetzen können. Sie tun es nicht. Und das ist eben aus meiner Sicht auch pures Wahlkampfgetöse. Da wird auch nachher nichts passieren. Und dementsprechend eine Kopie kann niemals die Lösung sein. Das sieht man immer wieder. Vor jeder Wahl wird immer großspurig was versprochen. Sei es Abschiebungen im großen Stil oder Steuererleichterungen. Passieren tut nichts und es wird sich auf die nächste Wahl vorbereitet. Nur dummes Geschwätz. Wie dem auch sei, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich bedanke mich und bis bald.